Wir hatten heute nur ein Kaffeefrühstück und wir fahren jetzt zur Fähre. Aber wir hatten auch eine belegte Semmel, obwohl ich überlegt habe, wir lassen das lieber, weil nicht das so hochkommt auf der Fähre. Naja, dann ist es halt so. So, jetzt fahren wir aufs Gelände und gucken, ob wir die richtige. Aufgeregt? Aufgeregt? Come on! Wenn ich hier alleine hätte fahren müssen, hätte ich doch den Weg nie gefunden. Aber obwohl, es geht ja noch nicht woanders. Ich musste hier lang. Der fährt den ganzen Tag und macht die Spuren neu wahrscheinlich. Sind wir bald wieder in der Stadt? So, da bin ich mal gespannt, in welcher Stadt wir rauskommen. Also ich hoffe mal, dass es eine deutsche Stadt sein wird. In Lettland rauskommt. Aber ist nicht schlimm. Dann fahren wir halt von Lettland nach Hause. So ist es. Also ich wäre schon echt für Rügen, wenn ich ganz ehrlich bin. Mein Hut sind auch noch 900 Kilometer bis nach Hause. Was heißt denn das? Ach, wie schnell ich fahren darf, oder? Aber guck mal, der hat 321 gesagt. Sieht das aus wie eine 3 oder ist der besoffen? Ich weiß auch nicht, was das ist. Soll es mal ein Spiegel hängen? Ja, an welchen bitte? Ja, an den hier. Das geht jetzt nicht. Also Leute, es wird spannend. Wir müssen rückwärts auf die Fähre. Mir ist schon ganz schlecht. Schatz, möchtest du fahren? Nee, lass mal. Oh, so geil. So, wir fahren auf die Fähre. Rückwärts. Oh, puh. Ausstellen? Klingt doch cool. Also wir haben uns mal die Business Class gegönnt. Und das ist richtig schicki. Meiner.
Sir? Ma'am. Ich laufe noch mal ein bisschen hier rum. Da ist Trelleborg. Ich finde, wir sollten dann auch mal rausgehen. Sowieso beim Ablegen zugucken. Und so viel zum Thema Umweltschutz. Alter. Das ist ja verrückt. Was geht los? Der Inni ist nicht da. Toll. Dann muss ich mit meiner Scheißkamera filmen. Ist halt ein bisschen rosa. Rettungsweste fest. Das hörst du gut zu. Ja. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dass du dich für FRS entschieden hast. Mhm. Wir wünschen dir einen tollen Aufenthalt. Wie lege ich jetzt die Rettungsweste an? Das ist dein Problem. Gibt für dich das Schaffen. Ich muss gucken, wie ich die ankriege. Bester Passagierer, hjärtligt willkommen an Bord auf Skåne Jet. Vi kommer nu att visa några säkerhetsinstruktioner. Naja. Vi ber om din uppmärksamhet. Auf jeden Fall sind da schon ein paar Rettungswesten. Naja. Vid en nödsituation ljuder sju korta och en lång signal. Gott sei Dank, erst mit ihren Fußgänger dran. Unser Hofeile. Also die, die dann vorhin da rumstanden, waren dann sozusagen nicht die vom Wohnmobil, also von den Autos. Nee, das waren alles nur... Da hat man jetzt aber Glück, ne? Wir gucken nach oben schön. Und hier unten, das wäre so jubellos gegangen. Das hat man schon gehört, ne? So, das heißt... Wir sollten uns irgendwo dann was suchen. Ja, ist ja klar. Warum fährt er nicht? Darf er darf nicht. Die anderen müssen erstmal raus. Genau, da hat nämlich einen Kegel davor, ja.
das muss jetzt, oder? Deppen. Ich glaube, da hat endlich jemand seine Röster gekriegt. Und? Ist glücklich? Ja, Mann. Ja, Mann. Lass mal gucken, wo ich hin muss. Wo geht's denn hin? An Geldautomaten. Okay. Weil hier muss man überall mit Bargeld bezahlen, oder? Ja. Alter Schwede. Ach nee, alter Ossi. Oha. Also, viel Spaß. Jo. Also, wir sind jetzt hier auf Rügen. Und ich kann, Moment, hier ist frei. Ich kann sagen, hier sieht es ein bisschen aus wie in Schweden. Mit einem Unterschied. Man kann schneller fahren? Nee. Hier gibt es ein paar geile Kneipen, wo man essen gehen kann. Und da fahren wir jetzt nämlich hin. Lecker. Endlich essen geht.